Herzlich willkommen und schön, dass ihr einschaltet nach so einer Folge Starfield. Und wir haben ja vor kurzem jetzt, beziehungsweise in der letzten Folge, unser Apartment bekommen, wo wir gleich mal reingehen werden. Und wir haben jetzt die aktuelle Mission, lautet, glaube ich, wir müssen mit Sarah reden, genau. Die alte Heimat haben wir hier drinnen. Sprich mit Sarah. Sarah wollte mit mir über meine erste Mission sprechen. Das werden wir gleich machen. Wir gucken uns dann ganz kurz dann trotzdem mal ein bisschen hier um, was wir denn hier alles so haben. Also wenn unser Raumschiff irgendwann mal so aussieht. So ähnlich sieht es eigentlich fast aus, ne? Also von der Form her auf jeden Fall. Kann man hier irgendwas noch angucken? Ne. Wo geht's hier rein? Okay. Notizblock. Thermos. Also wir können hier in verschiedene Räume reingehen. Okay, Waffenkoffer. Okay. Entsperren. Lässt sich nicht öffnen, okay. Unzugänglich. Ah, okay. Wie oft, okay, ich jetzt gerade gesagt habe, fällt mir gerade mal so auf. Da haben wir noch irgendeine Zeichnung. Keine Ahnung. Sichtbar, unsichtbar, so nach dem Motto. Ein paar Pflänzchen haben wir hier draufstehen. Aber ansonsten können wir hier mit nicht wirklich etwas interagieren. Hier haben wir den nächsten Raum. Sieht aus wie ein kleiner Besprechungsraum. Das ist halt die Frage. Es wiegt halt massiv, also 4. Aber ich glaube, ich lasse es hier drin stehen, weil ob ich das jetzt mitnehme, ich habe jetzt platztechnisch auch nur noch 9. Ich nenne es einfach mal, keine Ahnung, Kilo, die ich noch zur Verfügung habe. Besprechungsraum hier drüben. Und da das jetzt alles wegzunehmen, ich weiß nicht, ob das so in der Sache ist, beziehungsweise was ich halt auch noch nicht verstanden habe, ist, mir werden ja teilweise die Werte angezeigt, die ich dafür bekomme, und auf einmal, wenn ich sie dann verkaufe, vielleicht ist es auch verkäuferabhängig, kriege ich weitaus weniger an Credits dafür. Also man kann hier überall rein. Putzräume ohne Ende. Abstellräume. Was wir alles haben. Schreibtisch, Ventilator. Irgendwie ein kleiner. Hat sich jemand so einen Fitnessbereich umgewandelt, so wie das hier aussieht. Persönlich digitale Bilderrahmen. Den Dietrich nehme ich natürlich mit, weil das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Red Harvest Amber Ale. Flaschenöffner. Was? Stift-Etui. Feeding the Frontlines. Return of the Interceptor. Spielzeugraumschiff. Wie cool sieht das denn aus? Instant Haferbrei. Hafercluster. Klebeband, Teppichmesser. Guck mal hier, was haben wir denn hier? Stofftier. Xenoschmuser. Nehmen auch mal mit, Papiertücher. Kartendeck brauche ich nicht, da weiß ich nicht, für was das sein soll. Da mal wieder ein Spiel. Spielmatte mit Symbolen. Erdzeitiger Baseball. Batball. Was haben wir da oben? Alien Trilobit Auslagen. Solar Frontiers Spiel. Handeln, die sind natürlich massiv schwer wahrscheinlich. Ja, so viel kriegt man gar nicht. Economic Meltdown. Okay. Was sind wir jetzt hier? Bildchen. Uha. Pharmazeutisches Labor. Hier haben wir noch ein Medikit mit Benzol. Blume an Antimikrobiotikum und Aluminium. Nehmen wir alles mit. Das sieht ja crazy aus. Schreibtisch-Aquarium. So, das ist nur so beleuchtet durch einen Scanner wahrscheinlich, okay. Blumenlampe, die sieht schön aus. Das sieht cool aus. Das hat man, glaube ich, Chemists have all the solutions. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Mikroskope, also hier liegt halt wirklich alles irgendwie rum.
Mein Freund Wilby. Guck mal hier. Hallo. Komm, wir machen mal ein Bildchen von dir. Fotomodus. Ist ja sehr niedlich. Ist er hier auch? Ist sehr cool. ein Fläschchen. If you are not part of the solution, you're part of the recipitate. Ich glaube, herstellen kann ich hier wahrscheinlich nichts, oder? Das sieht... Membran fehlt hier. Da fehlt auch Membran. Ist halt echt die Frage, wo das... Ah, hier, guck mal, hier kriegen wir Bandagen. Verbandsmaterial für Schnittverletzungen und Wunden zur Behandlung von Leiden. Heilt Prellung, Platzwunden, Stichwunden. Ja, da stellen wir uns mal vielleicht zwei her, oder? Da brauchen wir eine Faser, ein Dichtmittel. Bestätigen. So. Kriegen wir auch ein bisschen EP für. Dann haben wir das. Gehen wir mal in das nächste Räumchen rein. Da kommen wir jetzt denn hier im Flur raus. Ja, ja. Da waren wir da, waren wir da. Kommen wir jetzt hier in unser Zimmer rein? Das weiß ich halt nicht. Hier steht schon offen. Scheint wohl gerade jemand auf Toilette gewesen zu sein. Huch. Ist das hier oben mit Sand, glaube ich, drin? Eine Sandskulptur. Der nächste Schlafbereich. Hier haben wir noch ein bisschen Credits, oder? Bericht über Constellation. Also, wird nicht vorgespielt. Was haben wir denn da? Bericht über Constellation. In Klammern, der folgende Auszug stammt aus einer SNN-Reportage von 22.083 über den beinahe Zusammenbruch der Constellation. Obwohl die Bedeutung der Constellation unter den Intellektuellen von New Atlantis ausgiebig diskutiert wurde, war das Verschwinden der Constellation-Gründer Sebastian Banks ein Schlag, der in den Augen vieler das Ende der Organisation besiegeln würde. Tatsächlich schien die Auflösung der Constellation unmittelbar bevorzustehen, bis Clio Baro in letztem Moment ihre Stimme änderte und damit den Fortbestand der Gruppe zumindest vorerst sicherte. Ebenso wie ihre völlig unerwartete Ernennung zum Vorsitzenden. Haben wir noch schon mal was gefunden hier? In Cocktailglas. Hier haben wir noch mehr Credit Sticks. Also ich glaube, das lohnt sich schon wirklich, sich die Zeit zu nehmen, einfach mal ein bisschen rumzugucken. Sanduhr, die sieht auch sehr stylisch aus. Klar, man findet es ja nicht in jedem Raum, dann wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, aber so wie jetzt unser niedlichen Stofftierchen, was wir gefunden haben, oder so ein selbstgeschnitztes kleines Raumschiff, finde ich eine super Sache. Kann man die eigentlich dann irgendwie aufstellen, was mir gerade so kommt? Neue Items, hier mein Freund Wilby haben wir natürlich hier. Hallo, hier, das spielt euch Raumschiff ablegen. Das wäre halt cool, wenn du es irgendwo platzieren könntest, ne? Und unser... Sehr knuffig. Ja, hier, Sebastian Banks Rede. In Klammern, diese ist ein Auszug aus der bewegenden Rede, die Sebastian Banks, der Gründer der Constellation 22.076, vor der Führungsriege der United Colonies hielt, um sich für die Weiterführung der Weltraumerkundung einzusetzen. Deshalb, meine verehrten Kollegen, beschwöre ich euch, gebt die Träume der Menschheit nicht auf, nur um die Zivilisation in einen endlosen Albtraum zu stürzen. Die besiedelten Systeme stehen einmal mehr am Rande eines Krieges. Und warum? Wegen eines Schreits über Lebensraum? Der Kosmos ist grenzenlos und noch teilen wir dieselbe selbstsüchtige Besessenheit wie unsere Vorfahren von der Erde. Wenn es um unser Eigentum in Anführungszeichen geht, sind wir im Kern ein Volk aus Erobern, aus Kriegern? Nein, meine Freunde, was uns alle als Menschen definiert, ist unser Entdeckungsdrang, also lasst uns weiterentdecken. Die Zeit ist reif, die imaginären Grenzen der besiedelten Systeme zu überschreiten und die Träume der Menschheit in Erfüllung gehen zu lassen. Denn wenn wir unseren aktuellen Kurs fortsetzen und nur den Krieg finanzieren, wird es, so fürchte ich, bald niemanden mehr geben, der noch weiß, warum wir überhaupt gekämpft haben. Das ist also ein kleiner Auszug aus dieser Rede. Die Lampen sehen ja auch sehr stylisch aus, sehr cool. Was war das jetzt hier nochmal? Tablettenfläschchen. Dann haben wir den Raum. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt nicht hier drüben reinkomme. Ob das denn unser Zimmerchen gewesen wäre, aber anscheinend nicht. Hier ist nur so ein kleiner Bürobereich.
Bericht Clark Lewis. Ich habe die Hülle um ungefähr 13.48 Uhr Sollzeit durchbrochen. Wie erwartet waren alle internen Systeme außer Betrieb. Die Notenergie funktionierte schon seit Jahren nicht mehr, also bewegte ich mich bei Schwerelosigkeit durch das Schiff. Auch das hatte ich erwartet. Sofort sah ich die Leichen. Sie waren überall, die Crew, die Siedler, alle trieben durch das Schiff. Was mich erstaunte, waren die offensichtlichen Unterschiede bei den Todesursachen. Wer keinen Anzug trug, war erfroren und recht gut erhalten, wobei ich mir vorstellen kann, dass einige wahrscheinlich durch Ersticken gestorben waren. Andere waren ausgemergelt, als hätten sie vor ihrem Tod und dem Erfrieren gehungert. Wiederum andere hatten erhebliche Schuss- und Stichwunden. Ich fand sogar einen zwischen den Trümmern umherschwebenden Arm, in Klammern allerdings nicht seinen ehemaligen Besitzer. Puha. Als ich zum Antriebsraum kam, ergab schließlich alles einen Sinn. Ich hatte es von draußen anfangs nicht gemerkt, aber die Hälfte des Raums war fort, vollständig zerstört. Die Helium-3-Tanks waren gerissen durch irgendwas, Sabotage, defekte Ausrüstung, das war nicht klar. Aber der Reaktor war weg, in dem Weltraum hinausgepustet. Ohne Helium-3 waren keine Sprünge möglich, ohne Reaktor gab es keine Antriebe und keine Schubdüsen. Das bedeutet, dass die Clark Lewis auf immer und ewig durch das All treiben würde. Oha, das hört sich bescheiden an. In einigen persönlichen Logbüchern, die ich fand, wurde bestätigt, was ich vermutet hatte. Das Leben auf der Clark Lewis wurde im Laufe der Jahre immer schlimmer. Manche verhungerten, andere griffen auf Gewalt und sogar Mord zurück. Es gab sogar überzeugende, in Klammern jedoch nicht nachprüfbare Hinweise auf Kannibalismus. In den besiedelten Systemen ist das Verschwinden der Clark Lewis ein moderner Mythos, wie Bigfoot oder die Roanoke-Kolonie. Ein Teil davon besagt, dass das Schiff einem dem Eden gleichenden Planeten erreicht hatte und die Kolonisten dort eine Art Utopia gründeten. Es ist schon heftig, etwas zu wissen, das eine gesamte Galaxie nicht weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob eine derart furchtbare Wahrheit überhaupt ans Licht kommen sollte. In Klammern Klobaus umfangreicher Bericht aus dem Jahre 22.082 über die Zerstörung des im Jahr 22.057 als vermisst gemeldeten Kolonistenschiff Clark Lewis war bei den Constellation höchst umstritten, zu einer Zeit, als die Erkundung des Weltraums schon zurückging. Fürchtete Sebastian Banks, dass die entsetzliche Geschichte der Clark Lewis und ihre Crew die Leute davon abhalten würde, ins gefährlich Unbekannte des Alls vorzustoßen. Ja, die werden schon hier Gründe gehabt haben, warum sie es dann nicht als glaubwürdig sozusagen anpreisen oder am besten noch verschwinden lassen wollen. Damit bloß weiter erkundet wird und Profit gemacht wird, so nach dem Motto. Hier sehen wir noch einen Globus. War ich das? Ich habe nichts getan. Ich habe das Eimerchen ein bisschen umgetreten, Entschuldigung. Ayamamasas Tagebuch. Was hier alles ist. Hölzerne Gesichtsskulptur. Schüssel. Geodenskulptur. Was ist das denn? Fernrohr? Fernrohretui? Sonnenuhr. Meine Güte, gibt's hier krasse Sachen. Guck uns mal das Tagebuch an. Es fühlt sich an, als wäre ich erst gestern in diese spannende neue Organisation eingetreten, Constellation. Wir wollten die Grenzen des menschlichen Wissens und der Erfahrung erweitern, indem wir weiter als je zuvor in den Weltraum vorstoßen. Zusammen ins Sternenmeer. Mein Gott, ich war so jung. Da waren wir alle, doch ich war die Jüngste. Und jetzt stehen wir am Rande einer Katastrophe. Der Koloniekrieg mag ja vorbei sein, aber die besiedelten Systeme scheinen einfach auf den nächsten zu warten. Aber die besiedelten Systeme scheinen einfach auf den nächsten zu warten. Erkundungen sind mittlerweile bestenfalls eine, in Anführungszeichen, Kuriosität oder schlimmstenfalls, in Anführungszeichen, irrelevant. Zum Glück konnte ich eine Liste potenzieller neuer Mitglieder zusammenstellen, was keine einfache Aufgabe war. Hierbei handelt es sich um Irvin Madani, ein junger Biologe und Physiker aus dem Freestar Collective, Barrett, ein vielversprechender junger Physiker aus den Kolonies, in Klammern ein gelinde gesagt schillernder Charakter, Alice Campbell, eine Frau der Tat und Pilotin, die behauptet, jeden Schifftyp schon mindestens einmal geflogen zu sein.
Russell Luther, Astronom und ehemaliger Angehörige des Freestar-Kollektiv-Militärs, streitlustig, aber effektiv. Visola Chen, Philosophin und Historikerin, ist spezialisiert auf die Anfangsphase der Erkundung des Weltraums durch die Menschheit. Jin Tao Min ist entschlossen, die Wahrheit in den Sternen zu finden. Die Gerüchte über eine Tätigkeit als Auftragskiller im Neon sind beunruhigend. Mit etwas Glück wird dieser Nachwuchs genau das sein, was die Constellation braucht, um weiterzumachen. Vielleicht, hoffentlich. Aus dem persönlichen Tagebuch von Aya Masama, ehemalige Vorsitzende der Constellation. Viel Text heute zum Durchlesen hier. Aha, da kommen dann wieder, können wir in den, nennt man das denn, keine Ahnung, in den unteren Bereich reingucken. Sage ich jetzt mal. Da haben wir wieder diese Blumenlampe, die gefällt mir sehr. Digitaler Schreibtisch. Hier liegen die Kistchen auf dem Boden. Die haben wir auf dem Teppichschläfchen gemacht. Was haben wir hier? Sir Livingstons zweites Tagebuch. Was haben wir noch da? Fresh Produce, Setze Pure, Hydrophonics Promise, Ship Daily Across a Settled System. Systems, System. Na gut, lesen wir mal durch hier. Wo haben wir es da? Von den alten Hasen habe ich gehört, dass obwohl die Erde ein trauriges Schicksal erlitten hat, es ihren Träumbegleitern Luna wesentlich besser ergangen ist. Offenbar findet man dort noch immer Überreste einer der alten Apollo-Missionen. Irgendwas mit einem geheimen Initiationsritus. Mein Gott, das ist ein gutes Wort hier. Für Vorsitzende Constellation, wenn man Banks Worten Glauben schenken kann. Während einer seltenen Phase der Ruhe habe ich mir bei anderen Forschungen auf der Erde gedacht, dass ich mir die Zeit nehmen könnte. Ich war ja sozusagen in der Nachbarschaft. Es war jede Menge Scans und ein paar Irrwege nötig, aber ich habe die Stelle gefunden. Am selben Ort wie diese frühesten interstellarischen Entdecker zu wandeln. Unglaublich, was sie mit einer solch primitiven Technologie erreicht haben. Ich fand das alles sehr ergreifend, erbaulich. Ich werde meinen Nachfolger raten, das gleiche zu tun. Wir machen daraus noch eine richtige Tradition, in Klammern Auszug aus Sir Malcolm Livingstons zweiten Tagebuch. Besuche die Landmark Apollo auf Luna. Ah, guck mal an, haben wir jetzt irgendwie eine Nebenmission. Wow, sehr cool. Upsi. Haben wir jetzt alle Räumchen? Hier waren wir drin, hier waren wir drin. Okay, kommen wir dann wieder durch. Das ist unser Zimmerchen gewesen, glaube ich, dann. Mal gleich reingucken. Okay, komm, wir gucken da jetzt mal rein. In unser Apartment. Gehen wir mal gemütlich rein. So. Hier schlafen wir also. Gucken wir uns einmal um, ob wir noch irgendwas von Interesse finden. Was ist das denn? Hier haben wir uns. Ach, hier ist ein Lager. Und das trifft sich ja gut. Das muss ich gleich mal nutzen. Moby Dick. Was ist das hier oben? Nikolas Nicklebi. Hier ist noch irgendwas. Tablet. Okay, dann werden wir mal das hier oben. Nikolas Nicklebi. Kapitel 1 leitet alle anderen ein. In einem abgelegenen Teil der Grafschaft Devonshire lebte einst Mr. Godfrey Nicklebi. Ein achtbarer Mann, der sich recht spät im Leben in den Kopf gesetzt hatte, dass er heiraten müsse. Und da er weder jung noch reich genug war, sich um die Hand einer gut situierten Dame zu bemühen, ich glaube, das hat man schon mal in den Texten, ne? Ehelichte er aus einer reinen Anhänglichkeit eine alte Flamme, die ihm genau denselben Grund zum Gatten nahm. Und so kam es, dass zwei Menschen, die es sich nicht leisten konnten, um Geld Karten zu spielen, einander ab und an den Gefallen erweisen, zusammen eine Partie, in Anführungszeichen, um die Liebe zu spielen. Der dritte Roman von Charles Dickens erzählt die Geschichte eines jungen Mannes und dessen Mühen, seine Familie zu ernähren, nachdem sein Vater sie versehentlich in der Armut und sich selbst in den Tod gestürzt hatte. Aber ich werde es trotzdem mal vorlesen. Kann ja sein, dass ihr das schon mitbekommen habt oder dass ihr gerade in den Part neu dazugestoßen seid und den Text noch nicht kennt. Deswegen lese ich das dann wenn doppelt und dreifach vor. Ist auch einfach mal schön, sich das auch wieder so ein bisschen in das Hinterköpfchen aufrufen zu können.
Moby Dick nennt mich Ismail. Vor ein paar Jahren, wie viele es genau waren, tut nicht zur Sache, hatte ich kaum noch Geld in der Tasche und außerdem nichts, was mich zu Lande besonders interessiert hätte. Also dachte ich mir, in Anführungszeichen, warum fahre ich nicht ein bisschen zur See, um mir die Meere der Welt anzusehen. So beginnt Melvilles klassische Geschichte über Rache und Besessenheit, insgesamt 341 Seiten. Okay, jetzt gucken wir uns mal das Lager an. Hier kann die Sachen rüber transferieren. Oder was, aber aus dem Inventar, okay. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Dichtmittel. Ach, jetzt habe ich das schon rüber getan. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Zurück, Tab-Taste. Den Cutter brauche ich eigentlich. Die Waffen brauche ich eigentlich alle. Anzüge. Den könnte man verkaufen eventuell. Der wiegt halt auch 6. Ist halt die Frage, ob ich den loswerde. Nicht behalten mal. Im Inventar. Kleidung. Kopfbedeckung. Space Trucker. Die haben wir uns geklaut. Die lasse ich mal drin. Vielleicht findet man irgendjemanden, der so geklaute Ware auch irgendwie. Oder lasse ich die einfach fallen? Was wiegt denn das eigentlich? Masse? Weil eigentlich könnte ich das doch hier lassen. Arbeitskleidung. Komm, ich lasse es da. Dann haben wir unseren Weltraumanzug an. Helme ein. Munition braucht man natürlich. Erste Hilfe ist geklaut. Die Pastete lasse ich auch mal hier. Drink Pack. Müssen wir mal irgendjemanden finden. Was ich halt ganz gerne noch irgendwie wegpacken wollen würde, ist so die ganzen Notizen, ne? Das ist halt. Kann man die alle irgendwie reinpacken? Ich weiß ja halt doch gar nicht, wie viel ich drüben einlagern kann, ne? Bin ich bei 126 Ressourcen. Ich möchte eigentlich ganz gerne unser Plüschtier und alles hier irgendwie. Wieder sonstiges. Dietrich. Geodenskulptur. Die Hantel würde ich ganz gerne auf den Boden werfen. Die haben ja schon mal eine Galaktikkatze. Wenn das geht. Wir probieren das mal eben kurz aus. Ich weiß gar nicht, wie das war. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich will mich hier so. Wo waren das jetzt? Anzüge? Nee. Achso, die Hantel wollte ich nehmen. Sonstiges. So, wenn ich jetzt die Hantel einmal ablegen drücke, R. Ja, die ist ja gut hingelegt worden. Moment, wir legen uns mal die Hantel so ein bisschen Raum, dann erweckt es den einen Eindruck. Wir machen hier nebenher auch ein bisschen Sport. Ich würde halt ganz gerne die Plüschtiere irgendwie hinsetzen. Das würde ich sehr knuffig finden, wenn ich mit ihr irgendwie so hinwerfen könnte, dass die mich hier begrüßen, wenn ich nach Hause komme, ne? Was haben wir noch? Wohnschlüssel, Schlüssel. Hä, wo ist... Ah, hier. Ich hoffe, sie... Ah, nee, das sieht... Nee, ich pack sie ja. Ich pack sie mir ins Inventar. Nicht, dass sie dann verschwindet. Bei der Hantel wäre ich nicht traurig. Aber... da hätte ich, glaube ich, zu sehr Angst. Da habe ich keine Erfahrung mit, ob ich die einfach dann liegen lassen kann. Aber es wäre halt schön, wenn man das irgendwie später dann auf jeden Fall noch irgendwie sich hinstellen könnte. So, das heißt, wir haben eine Lagerkapazität... Anscheinend ist es egal, ne? Wir können alles reinpacken. Da würde ich sagen, 112 und 145 ist auch jetzt trotzdem nicht so die Menge. Vielleicht noch die Schusswaffe reinpacken, weil wir haben ja die Rattler. Die wiegt halt auch nicht viel, ne? Was wiegt die Rattler? Wiegt auch nicht viel.
Grendel haben wir drinne. Ach so, wir haben zwei Rattler. Die eine könnte man eventuell später mal verkaufen. Okay, dann ist das hier unser Räumchen. Haben wir da auch alles. Dann haben wir doch, glaube ich, wo wir reingekommen sind, hatten wir noch irgendwie eine Bar. Zum Barbereich. Kochstation. Guck mal an. Alien Jerky. Ein Streifen Alienfleisch, das getrocknet, gesalzen und mit milden Teriyaki-Soße gewürzt wird. Mal gucken, ob wir irgendwas kochen können. Ja, das können wir kochen. Was? Alien Rührei. Ein Frühstücksgericht aus Alien-Eiern und gewürfeltem Gemüse. Regeneriert Gesundheit, schadensresistent um 5 Minuten. Stellen wir mal her. Was haben wir hier noch? Da gibt es ja Gerichte ohne Ende hier. Xeno-Tee, ein starker Tee aus eingeweichten Blättern einer Xeno-Pflanze. Kann man es auch mal herstellen. Und dann hat man noch irgendwas hier. Genau, ein Sandwich. Ein Sandwich aus Alien-Zutaten. So. Gibt es nicht so viel EP, ne? Aber ich weiß ja nicht, ob das irgendwie auch mal einen Fortschritt gibt oder einen Erfolg, wenn man verschiedene Sachen gekocht hat. Hier hat man eine Dartscheibe. Das aber mal auf eine andere Art und Weise. Hier ist so ein Schildchen, das hier frisch gewischt wurde. Was haben wir hier? Das kennen wir. Ist das Nicholas Nibley? Das kennen ja, das kennen wir schon. Große Erwartungen. Kapitel 1. Da der Nachname meines Vaters Pirip und mein Taufname Philipp war, konnte meine kindliche Zunge aus beiden Namen nichts Längeres oder Bedeutsames machen als Pip. Also nannte ich mich Pip und so wurde ich dann auch von den anderen Pip genannt. Charles Dickens 13. Roman ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Sie erzählt von einem weisen Jungen namens Pip, der sich in der Welt seiner Mitmenschen wie der exzentrischen Miss Heavensham zurechtfinden muss. Die Geschichte der Sterne, Moby Dick hat man schon, große Erwartung, Geschichte der Sterne hat man glaube ich noch nicht, ne? Seit Neil Armstrong 1969 zum ersten Mal Fuß auf den Mond setzte, war die Menschheit von dem Gedanken besessen, sich dauerhaft aus dem Gefängnis der Erdanziehungskraft zu befreien. Es geht nicht nur darum, zu anderen Planeten zu reisen, sondern darum, die zu besiedeln und wortwörtlich inmitten der Sterne zu leben. In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde deutlich, dass der Traum nur von kurzer Dauer war. Menschen betraten den Mond zuletzt im Zuge der Apollo 17 Mission im Jahre 1972. Danach schien sich die NASA auf Space Shuttle Flüge in der Erdumlaufbahn und unbemannte Aufklärungsmissionen zu konzentrieren. Der Traum von Erkundung der Galaxie war vielleicht noch nicht begraben, verstaubte aber zunehmend in der dunklen Ecke, in der er abgestellt worden war. Dann kam das Jahr 2016 und alles änderte sich. Ein Forschungsteam gab bekannt, dass es ihm zum ersten Mal gelungen war, die Gravitationswellen nachzuweisen, von denen Albert Einstein ein Jahrhundert zuvor in seiner allgemeinen Relativitätstheorie, so viel für einen kurzen Schluck Kaffee, Relativitätstheorie erstmals gesprochen hatte. Wissenschaftliche Postulierungen blieb letztendlich, selbst wenn sie von einem der größten Geister in der Geschichte der Menschheit stammte, immer eine Sammlung von Formeln auf ein Stück Papier. Die Entdeckung der Gravitationswellen änderte die Vorstellung, aus Theorie wurde Realität und diese Realität ließ das Vertrauen der Menschheit in die Fähigkeiten, die Raumzeit verstehen und uns beeinflussen zu können, wieder erstarken. Noch wichtiger war jedoch, dass die Entdeckung den großen Traum der Menschen, den Weltraum zu erkunden und ihn sich zu eigen zu machen, wieder aufkeimen ließ. Selbstverständlich musste trotz der Entdeckung der Gravitationswellen noch viel geleistet werden. Die Menschheit hatte sich noch nie über das Planetensystem der Erde hinaus bewegt. Damit stand ihr erstes Ziel fest, welches im Jahre 2050 erreicht wurde, als die Menschen zum ersten Mal Fuß auf dem Mars setzten. Naja. So die kleine Bar, die wir im letzten Part mal kurz gesehen hatten. Verschiedene Drinks. Feuerlöscher, ganz wichtig. Moby Dick. Was? Dracula?
Kapitel 1, Jonathan Harkes Tagebuch, kurzschriftlich erfasst, 3. Mai, Bistritz, habe München am 1. Mai um 20.53 Uhr verlassen und bin am nächsten Morgen in Wien eingetroffen. Hätte um 6.56 Uhr ankommen sollen, allerdings hatte der Zug eine Stunde Verspätung. Basierend darauf, was ich aus dem Zug und bei einem kleinen Spaziergang zu Gesicht bekommen habe, scheint mir Budapest ein wunderschöner Ort zu sein. Ich wollte mich nicht allzu weit vom Bahnhof entfernen, da wir verspätet eingetroffen waren und möglichst zum festgelegten Zeitpunkt starten wollten. Ich hatte den Eindruck, dass wir den Westen verließen und den Osten betraten, über die westliche der prächtigen Brücke über die Donau, die hier recht breit und tief ist, gelangen wir zu den Traditionen der türkischen Herrschaft. So begann Bram Stokes Meisterwerk Dracula aus dem Jahr 1897, ein Buch, das das Horrorgenre auch in kommenden Generationen noch beeinflussen sollte. Über die Entstehung der Arten. Kapitel 1 Variation über Domestikation enthält eine unerfindliche Liste von Variationen verschiedener Spezies. Wenn wir die Individuen derselben Art oder Unterart unter unserer älteren Kulturpflanzen und Nutztiere betrachten, fällt uns als erstes auf, dass sie sich im Allgemeinen viel stärker voneinander unterscheiden als die Individuen einer Art oder Spezies im Naturzustand. Wenn wir über die enorme Vielfalt der Kulturpflanzen und Nutzpflanzen nachdenken, die sich im Laufe der Zeit unter den verschiedensten Klimabedingungen und Umständen verändert haben, müssten wir wohl zu dem Schluss kommen, dass die größere Variabilität darauf zurückzuführen ist, dass unsere gezüchteten Erzeugnisse unter Lebensbedingungen entstanden sind, die stärker voneinander abweichen, als es bei ihren Vorfahren in freier Natur der Fall war. Darwin, Theorie über die Entstehung der Arten auf der Erde, wird in vollen 14 Kapiteln behandelt, die von Biologie bis Geografie behandeln und allem, was sonst noch dazwischen liegt. Sir Links ein Tagebuch hatten wir schon. Ich dachte, das ist ein Tresor, aber das ist einfach nur so ein Halter für Weine wahrscheinlich. Okay, dann haben wir die Räumchen, glaube ich, alle erfolgreich erkundet, haben so ein paar niedliche Sachen gefunden. Und als nächstes gehen wir dann hier runter und werden dann mit Sarah reden, beziehungsweise uns noch mit den anderen unterhalten. Ich glaube, wir haben uns bisher nur, lasst mich lügen, jetzt habe ich ihren Namen wieder vergessen. Tut mir leid, komm, wir gehen, oder? Nee, ich habe Angst, dass das so startet. Auf jeden Fall haben wir uns mit Zweien haben wir uns, glaube ich, unterhalten, ne? Aber ich habe leider gerade ihren Namen nicht im Kopf. Deswegen, wir unterhalten uns auf jeden Fall beim nächsten Mal dann noch mit allen ausführlich. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, der Part gefallen, auch wenn es jetzt viel Geschichte gewesen ist, aber ich wollte dann ganz gerne einfach jedes Räumchen ein bisschen erkunden, ob man so ein paar versteckte Sachen findet, die man dann eventuell mitnehmen kann. Bei einem hat man ja auch Glück, dass es irgendwie noch eine Quest gestartet hat. Also ist es dann doch nicht ganz so verkehrt. Ist halt auch viel Geschichte dadurch, dass man da so ein bisschen viele Bücher hat, die man lesen kann. Aber ich glaube, das muss man schon mitnehmen, das einfach zu ignorieren, vorbeizulaufen. Ist nicht so mein Ding. Ich möchte das ganz gerne ein bisschen näher bringen und auch die Liebe, die da reingesteckt wurde und diese ganzen, ja, Geschichten und die da geschrieben wurden, die Bücher, möchte ich mir ganz gerne mit euch da zu Gemüte führen. Ich hoffe, der Part gefallen. Wenn ja, lasst ganz gerne wissen mit einem Daumen nach oben, Kommentar. Freue mich immer riesig drüber. Und wenn es nicht gemacht hat, lasst gerne ein Abo da. Das ist keine Folge auf meinem Kanal. Ich wünsche einen schönen Tag, morgen, Abend, je nachdem, was ihr schaut. Sag bis zum nächsten Mal. Haut rein.